Wölfe-Trainer Zdeněk Trávníček war mit seiner Mannschaft hart ins Gericht gegangen. Keinen Siegeswillen habe sie gehabt, sagte er nach dem 1:2 der Freiburger am Freitag in Weißwasser. In ihrem dritten Spiel der Abstiegsrunde gegen die Eispiraten Krimitschau soll alles anders werden. Vor allem anders als beim letzten Aufeinandertreffen, das die Eispiraten mit 5:2 in Freiburg gewannen. Doch die Wölfe in Rot tun sich auch diesmal schwer. In einem zerfahrenen ersten Drittel spielen sie kaum Chancen heraus, auch nicht in Überzahl. Das Unterhaltsamste für die 1150 Zuschauer in der Franz-Siegel-Halle bleibt zunächst das Pausenprogramm der Eislaufkinder der ESG Freiburg, die Werbung für ihre Aufführung am 26. März machen. Kurz nach Beginn des zweiten Drittels kassieren die Gäste bereits ihre fünfte Strafzeit. Die Wölfe erneut 2 Minuten in Überzahl. Und im Gegensatz zu den vorherigen Powerplays können sie dieses nutzen. Chris Billig schießt das 1:0 für die Freiburger. Nach Vorlage von Barry Noé. Große Erleichterung bei den Wölfen, die danach nicht mehr viel zulassen. Sie gehen mit der 1:0-Führung in die nächste Drittelpause. Trainer Trávníček zufrieden. Zu Beginn des Schlussdrittels eine Bankstrafe gegen Krimitschau wegen eines Wechselfehlers. Und auch dieses Überzahlspiel der Wölfe ist erfolgreich. In der 25. Minute das 2:0 für die Freiburger. Wieder ist Barry Noé der Vorlagengeber und wieder verwandelt Chris Billig. Es scheint ein Festtag für die Wölfe-Fans zu werden, zumal in der 51. Minute erneut ein Krimitschauer für 2 Minuten vom Eis muss. Die Wölfe im Powerplay und kurz vor dem nächsten Tor, könnte man meinen. Doch die Eispiraten kontern erfolgreich. 1:2, der Anschlusstreffer für die Gäste durch Garrett Bambridge in der 51. Minute. Es wird noch mal spannend. Was dann folgt, ist kaum zu glauben. 3 Minuten später die Wölfe erneut in Überzahl, das nächste Gegentor. Philipp Björk mit dem Ausgleich für die Eispiraten. Trainer Trávníček mahnt zur Ruhe. Doch es passiert das genaue Gegenteil. Die Wölfe geraten immer mehr unter Druck und kassieren das 2:3 durch Thorsten Heine. Die Eispiraten haben das Spiel innerhalb von 5 Minuten gedreht. Die Wölfe jetzt völlig von der Rolle. Die Gäste in Überzahl und mit ihrem nächsten Treffer. 4:2 durch Patrick Pohl. Noch 2 Minuten zu spielen. Die Wölfe versuchen noch das Unmögliche zu schaffen. Neben ihren Torwart raus und bezahlen dies mit dem 5:2 für die Gäste. Ich habe das erste Mal in meiner Eishockey-Karriere erlebt und das muss ich erst mal verarbeiten, weil das kann normal nicht passieren. Da muss man, geht nicht, kann das einfach nicht passieren. Sie haben die Einstellung Ihrer Mannschaft schon nach dem letzten Spiel kritisiert. Kritisieren Sie die jetzt wieder? Naja, ich kann das nicht kritisieren. Die haben eine 50 Minuten Superleistung gehabt. Die waren konzentriert, gearbeitet. Jeder wollte, da haben wir gesagt, da war die Wille und alles war, das hat gestimmt. Zum Schluss, das war, ja, und Unterschätzung oder Nachlassen. Das 2:5 gegen Krimitschau war für die Wölfe die dritte Niederlage im dritten Spiel der Playdowns. Sie müssen sich nun deutlich steigern, wollen sie den Abstieg aus der zweiten Liga noch verhindern.